das ist. Es wird wohl nicht die Boomerin sein. Aber jedenfalls ist sie genau an der Stelle, wo wir eine Pause machen würden. Wir gehen gleich ins zweite Set. Ich weiß nicht, ob irgendjemand weiß, wie lange diese Glocke läutet, aber die Frequenz dieser Glocke macht es uns unheimlich schwer, den richtigen Ton zu treffen. Ich möchte mich an dieser Stelle daher, um auch ein wenig Zeit zu schinden, ganz besonders herzlich bedanken bei Thomas Spanecker, der das Ganze hier eingefädelt hat, der dieses Fest heute aus dem Büro von Stadtrat Rüsch auch wesentlich mitgestaltet hat. Und ein Fest zu gestalten, wenn schönes Wetter ist, ist keine Kunst. Oder zumindest keine große Kunst, aber ein Fest zu gestalten unter diesen Bedingungen, unter diesen unwirklichen Bedingungen, das ist nicht einfach. Danke, Thomas Schweiger. Thank you.
Zeitungsableger gelesen haben, wo ich ja mal von meinen Schandtaten erzählt habe, wie ich einen Urlaub mir genommen habe, wo ich nur als Straßenmusikant unterwegs gewesen bin, ein paar Tage. Und das hat so seine Ursachen gehabt, weil ich mich sehr strikt dagegen aufgesprochen habe, dass die Stadt eine Kommission bildet, die sagt, wer spielen darf und wer nicht. Also das wäre ja gerade noch das, was wir brauchen würden, dass dann vielleicht ein paar Leute bestimmen, wer darf und wer nicht. Umgekehrt habe ich Verständnis, dass es natürlich auch gewisse Regeln geben muss. Und ich kann mich erinnern, das war ja auch nicht ganz einfach, wie ich da unterwegs war. Ich habe mir gedacht, ich probiere das einmal, einen Urlaub nach Kroatien, am Strand, ich stehe dort, spiele, verkleidet, so dass mich nicht gerade meine Arbeitskollegen dort treffen und sagen, hey, was ist mit dir los? Ich habe dort gespielt, da sind dann gleich einmal so 200-300 Leute stehen da dann schon. Am Strand in Rovin oder in Pula oder so irgendwo. Und plötzlich, ich war gerade mit meinem Set fertig, klopfen mir zwei Polizisten auf den Rücken und verhaften mich. Weil ich erstens keine Arbeitsgenehmigung hatte und zweitens bei der Gemeinde nicht angesucht hatte. Gut, dann denke ich mir wieder, ist Graz wieder super, die Ordnungswache verhaftet dich wenigstens nicht. Das ist ja schon was. Das Witzige war nur, ich habe ausgeschaut wie ein Kloschar, und habe natürlich meine Papiere alle im Hotel gehabt. Und es war zwar kein 5-Sterne-Hotel, aber ein paar so Sterne waren schon drauf. Und wie die Polizisten mich dann gefragt haben, wo ich wohne, und ich habe ihnen gesagt, in diesem Hotel, dann war es überhaupt gleich ganz aus. Also das war für die überhaupt nicht verständlich. Ich habe dann auch in Graz in der Herrengasse gespielt und es ist mir nicht gelungen, ein paar Geschäftsleute auf mich aufmerksam zu machen. Niemand hat mich vertrieben, aber ich hoffe, ich meine, das ist nicht so unwitzig. So wie der Storch nur dort bleibt, wo die Landschaft in Ordnung ist, bleiben Straßenmusikanten, die guten Straßenmusikanten, nur in einer Stadt, wo das Klima in der Stadt in Ordnung ist. Und die sollten wir wieder zurückgewinnen, diese Straßenmusikanten, die Künstler sind. Das würde ich mir wünschen. Das war ein kleines politisches Thema. Wir machen gleich wieder Musik. Ich war jetzt eigentlich schon auf den nächsten Titel vorbereitet. Straßenmusikanten, Obdachlosigkeit, Streetlife.